Leute, Serplin hier. Heute geht's nur um virtuelle fucking Influencer. Das ist eine Sache, über die ich vor einer kurzen Weile mal rausgefunden habe. Und zwar gibt's wirklich mittlerweile große Firmen, die einfach quasi Influencer virtuell irgendwo in Welten projizieren und dann einfach fucking nochmal irgendwelchen Scheiß machen lassen. Und das Problem ist, es hat so viel Erfolg und das ist irgendwo ein bisschen beängstigend. Vor allem sind diese Bilder halt, wenn man nicht weiß, dass das Computer irgendwie von einem Computer gemacht wurde. Das sieht aus wie komplett normale Bilder. Es ist halt mittlerweile so fotorealistisch, was die da mit irgendwie ein paar PCs machen können. Ist unglaublich. So, ich sag's, wie es ist. Es ist krank, was mittlerweile alles irgendwie PC-Software machen kann. Also dass man wirklich einfach mittlerweile komplett einfach Influencer virtuell ersetzen könnte, ist halt einfach schon irgendwo eine Sache für sich. Keine Ahnung, ich finde es irgendwie super interessant, dass man wirklich einfach, dass halt wirklich auch noch irgendwie Firmen dann einfach Placements in Heidengeld ausgeben. So, I don't know, ist irgendwie cool auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch ein bisschen weird zu wissen, dass selbst mittlerweile Celebrities einfach von Computern generiert werden können. Das ist ein bisschen beängstigend, allerdings auch ein bisschen irgendwo, naja, einfach nice zu wissen, dass wir mittlerweile so weit gekommen sind als Generation, oder nicht Generation, als, naja, Spezies, sag ich mal so. Naja, danke fürs Anhören, ne, ist cool, ne, denkt dran, Glocke aktivieren, Video disliken, deabonnieren, keine Ahnung, ne, ist auch scheißegal, bleibt toxisch. Und jetzt runter vom Rasen, du Hurensohn.